Unberührte Natur, mitten im Herzen Deutschlands. Andreas Kieling macht sich auf den Weg, unsere Heimat neu zu entdecken. Auf der Spur der Grenze, die das Land ehemals teilte. 20 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. Auf ihren Trümmern ist unbemerkt ein Paradies herangewachsen. Es ist ein Weg voller Entdeckungen, auf der Fährte der Natur, unterwegs mit Tieren und Menschen. Es ist das Abenteuer Deutschland. An der Grenze zwischen Sachsen, Bayern und Tschechien liegt in einem Wäldchen eine Stelle mit einer großen Geschichte. Heute ist es ein idyllischer Ort. Über 40 Jahre war er für Menschen aus Ost und West nicht zu betreten. Man spürt den Zauber der Vergangenheit. Es ist der Startpunkt der Reise. Ich bin hier im Dreiländereck. Zwischen Böhmen, Bayern und Sachsen. Und hier soll meine Wanderung beginnen. 1400 Kilometer quer durch Deutschland, an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entlang. Und dieses Gebiet ist ziemlich naturbelassen. Hier hat sich nicht viel verändert, außer dass die Mauer gefallen ist. Aber die Tier- und Pflanzenwelt ist hier sehr üppig. Und ich würde Sie gerne mit auf diese Reise nehmen. Na, dann mal los. Das erste Stück der Wanderung führt vom Dreiländereck an der tschechischen Grenze bis ins Coburger Land, immer Richtung Norden und immer entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, die hier im Süden ihren Anfang hatte. Es ist Frühling im Land und die Wetterlage ist unbeständig. So heißt es erstmal Strecke machen, bevor der nächste Regen kommt. Der Startpunkt der Reise liegt nicht weit vom bayerischen Städtchen Hof. Es sieht idyllisch aus, aber das trügt ein wenig. Im Frühling ist es hier empfindlich kalt. So muss sich Andreas durch Bewegung warm halten. Von der tschechischen Grenze aus durchquert er Sachsen, um sein erstes Etappenziel Mödlareuth zu erreichen. Vorbei geht es an Wiesen und Feldern. Der Pfad, dem Andreas folgt, hat selbst eine spannende Geschichte. Der Kolonnenweg verlief parallel zum Teilungszaun und wurde ehemals von den Grenzsoldaten genutzt. Eigentlich bin ich nach den ersten Kilometern auf diesem Kolonnenweg erstaunt, wie gut ich darauf laufen kann. Weil richtig einladend ist er nicht. Überall hier diese Aussparungen, die man in den Beton eingelassen hat. Dieser Weg ist eigentlich dafür gemacht worden, damit die Grenztruppen der NVA mit ihren kleinen Jeeps hier schnell patrouillieren konnten. Und natürlich, wenn es einen Grenzdurchbruch gab, damit die LKWs und die Panzer diese Stelle schnell erreichen konnten. Immerhin lag hier lange Zeit ein unüberwindlicher Schutzwall. Mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 gab es die innerdeutsche Grenze und ab 1954 ein Sperrgebiet. Von da an patrouillierten NVA-Soldaten, in Trupps oder alleine. Sie bewachten einen 1400 Kilometer langen Bereich, der sich bis zu 5 Kilometer Richtung Osten ausdehnte. Im schmalen Todesstreifen am Grenzzaun lagen oft Minen. Direkt dahinter der Kolonnenweg. Aber gerade weil Menschen hier keinen Zugang hatten, konnte sich die Natur ungestört entfalten. Ein positiver Nebeneffekt einer dunklen Vergangenheit. Heute ist es ein Paradies. Nicht nur für Hund Cleo, sondern auch für Naturliebhaber, die sich hier ihre Zeit vertreiben und nach den versteckten Schönheiten der Natur suchen. Cleos Neugier ist geweckt. Schönen guten Tag. Das sieht spannend aus, was Sie hier machen. Worum geht's denn, wenn ich fragen darf? Ich kontrolliere hier den Bestand der Flussperlmuscheln. Und das machen Sie mit der Spülkiste hier?
Ja, mit diesem Gucker kann ich besonders gut die Details am Gewässerboden erkennen. Da ist einer. Ja, jetzt sehe ich's. Nein, da täuschen Sie sich. Das sind Steine, die wie Muscheln aussehen. Okay. Da muss man schon wirklich genauer hingucken. Und deswegen haben wir ja das Untersuchungsgerät. Ja, der Trick ist, dass ich mit dieser Glasscheibe unterm Wasserspiegel schaue und deswegen jeden kleinen Gegenstand auch unten am Gewässerboden erkennen kann. Darunter auch die seltenen Flussperlmuscheln. Hier können wir mal sehen, das ist jetzt eine Muschel, die hat am Gewässerbett gelegen. Und ja, die lebt. Ja, ja. Die lebt. Ja. Wie alt kann so eine Muschel werden? Ja, die werden bis zu 100 Jahre alt. 100 Jahre? 100 Jahre. Haben Sie schon mal eine Perle in so einer Flussperlmuschel gefunden? In 30 Jahren, die ich hier die Gewässer untersuche, habe ich eine einzige Perle gefunden. Allerdings war die Muschel leider tot und war ans Ufer gespült worden. Na Cleo, ist deine Flussperlmuschel, So, und die stecken Sie jetzt wieder in den Grund ein? Die lege ich wieder an die gleiche Stelle hin. Eingraben kann sie sich dann selber. Die Flussperlmuschel ist hier nur eine von vielen Besonderheiten, die für die Sauberkeit des Gewässers stehen. Die Larven der Kriebelmücke atmen über ihre Haut und brauchen sauerstoffreiches Wasser. Das Flussneunauge ist in unseren Gewässern selten geworden. Der europäische Flusskrebs hat sich zwischen den Steinen einer Höhle eingerichtet. Er ist empfindlich gegen jede Art von Verunreinigungen, die es hier nicht gibt. Andreas ist wieder auf dem Weg. Die regenschweren Wolken ziehen über ihn hinweg und die sächsischen Magerwiesen zeigen sich in einem besonders schönen Licht. Zeit für eine Fototour. Auf so einer feuchten Magerwiese wie hier geht wirklich jedem Blumenfreund das Herz auf. Hier wachsen so viele verschiedene Arten. Hier zum Beispiel das Sumpfvergissmalnicht. Sehr hübsch, wird 4711 draus gemacht. Das breitblättrige Knabenkraut und diese kleinen Zahnbürsten hier, das ist Schlangenknöterich. Die Lupinen gehören eigentlich nicht hierher. Die kommen ursprünglich aus Nordamerika, sehen aber hübsch aus und haben sich in ganz Europa gut etabliert. Und das Interessante an diesen Wiesen ist, nicht nur, dass sie hier artenreich bei den Blumen und Pflanzen ist, sondern dass es hier auch sehr viele Insekten gibt, wie man sieht. Und diese Insekten wiederum locken jede Menge Vögel an. Insofern sind diese Magerwiesen extrem artenreiche Lebensräume. Und das direkt am grünen Band, das macht es natürlich auch so wertvoll. Grünes Band, so heißt der ehemalige Todesstreifen heute ganz offiziell. Und nicht zu Unrecht. In Sachsen sind es vor allem seltene Vögel und Insekten, die auf den Magerwiesen leben. Aber das eigentlich Besondere, der grüne Streifen zieht sich von Süden nach Norden, durch ganz Deutschland und ermöglicht Tieren, ungestört umherzuwandern. Auf 1400 Kilometern ohne Unterbrechung. Oder fast ohne Unterbrechung. Andreas Kieling ist in Thüringen angekommen. Tja, Cleo. Hier hört das grüne Band auf. Das gibt's gar nicht. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich richtig bin. Ja, Grenzverlauf kommt hier hoch. Aber kein grünes Band mehr. Nur noch Rapsfelder. Andreas orientiert sich kurz und zieht dann unbeirrt weiter. Irgendwann findet wohl auch das größte Rapsfeld sein Ende. So ist der ehemalige Grenzstreifen als zusammenhängendes Band eben doch nicht ganz erhalten geblieben. Etwa 80% der gesamten Strecke stehen heute unter Naturschutz. Andere Teile wurden von ehemaligen Besitzern zurückgekauft und werden heute landwirtschaftlich genutzt. Aber auch Verkehrswege zwischen Ost und West mussten nach der Wende neu gebaut werden. Erst am Abend erreicht Andreas Kieling hinter den Hügeln das Dorf Mödlareuth.
Am nächsten Morgen zeigt sich die Besonderheit dieses Ortes. Wachttürme und Grenzzaun stehen noch. Andreas hat sich im Dorf diese besondere Übernachtungsmöglichkeit genehmigen lassen. Für mich ist es eine echte Genugtuung, einmal auf dem Todesstreifen zu campen. Und hier in Mittlerreuth ist das noch möglich. Die Amerikaner nennen diesen Ort Little Berlin, weil er ist ähnlich aufgebaut. Die Stadt, beziehungsweise hier in dem Falle das Dorf, ist geteilt, zweigeteilt. Und die Grenzanlagen stehen hier noch genauso wie vor 20 Jahren. Diese Laufdrahtanlagen waren speziell für die Wachhunde gemacht. Ob Cleo wohl als Wachhund geeignet wäre? Naja, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Heute kann man sich da einen Spaß draus machen, aber früher war das bitterer Ernst. An diesen Laufleinen liefen die Grenzhunde lang, meistens Schäferhunde oder Riesenschnauzer. Und die hatten kein schönes Leben. Die waren nämlich Sommer wie Winter hier draußen und haben zusätzlich zu den Grenzsoldaten auch die Grenze noch mal bewacht, speziell in Dorfnähe. Die Teilung des Dorfes geht jedoch weiter in der Geschichte zurück. Bereits 1810 wurden quer durch die Siedlung Grenzsteine gesetzt. Eine Hälfte des Dorfes gehörte zu Thüringen und die andere zu Bayern. Das machte keine größeren Umstände. Aber nach dem Krieg wurde die alte Grenzlinie übernommen und plötzlich fanden sich die Dorfbewohner auf zwei Seiten der Zonengrenze wieder. Und der kleine Tannbach, der die Grenze markierte, lag plötzlich mitten im Todesstreifen. Es ist noch früh am Morgen. Andreas ist neugierig und hungrig. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Frühstück. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin auf der Wanderschaft und ich wollte fragen, ob ich bei Ihnen ein Glas Milch haben kann. Ach, gerne. Ja. Sie haben genug, ja, so wie es aussieht. Ja. Was heißt genug? Könnte mehr sein. Aber man ist zufrieden. Danke. Bitte schön. Schmeckt gut. Wie war das für Sie damals, als praktisch, also durchs Dorf die Mauer gebaut wurde? Naja, ich habe daher geheiratet auf dem Bauernhof. Ja. Und ich wusste ja, dass da die Grenze ist, dass da, ne, dass da Ende ist, kann man sagen. Ja. Na, und das hat mich dann in dem Sinn eigentlich nicht gestört. Ja. Also Sie sind hierher gezogen, ja, zu der Zeit, als die Mauer gebaut wurde. Genau. Also 1961 oder? 66. 66. Ach, vorher war nur Stacheldraht, Metall, ja, Metallgitterzaun. Ja, und so Flandernzaun war ja da mal, ne? Und dann ist richtig die Betonmauer, genau, gebaut worden. Genau. Von da an prägte eine überdimensionale Trennlinie das Leben im Dorf. Die Menschen gewöhnten sich daran und doch war die Teilung allgegenwärtig. Offiziell durfte man sich nicht grüßen, aber man kannte sich. Und ab und zu gab es auch einen verstohlenen Blickwechsel zwischen Ost und West. Schon damals hatten die Märkners den Hof. Durch die Teilung war ihnen Land enteignet worden. Und trotzdem wollten sie ihr Dorf nie verlassen, sondern arrangierten sich mit dem, was sie hatten. Also für mich schwer vorstellbar, dass eben eine Grenze so mitten durch das Dorf geht. Ich glaube, diesen Ort, sowas gibt es auch in Deutschland nicht, nee, nicht nochmal. Nee, wahrscheinlich nee, nicht nochmal auf der Welt. Ja, wie Berlin war mir anonymer, aber da ist halt sehr, ja, klein. Jeder hat jeden gekannt. Ja. Das war ja, das Wirtshaus war im Osten, ja, das war der Gesangverein da. Die Leute sind immer lieber ins Wirtshaus gegangen und das war dann alles aus. Bis 1989 die Wende kam. Plötzlich kehrte wieder Freude in der Gegend ein. Die Menschen atmeten auf. Und auch diejenigen, die schwer zu überzeugen waren, ließen sich schließlich von der Begeisterung anstecken. Na also, dann lass mal. Wie war für Sie der Moment der Maueröffnung oder des Mauerfalls?
Gab es da hier ein großes Fest im Dorf? Ja, oder? Sicher. Bei uns ist ja die Mauer 4 Wochen später aufgemacht worden wie in Berlin. Ach so. Ja, das war am 9. Dezember bei uns. Woher haben Sie erfahren oder wie haben Sie erfahren, dass die Mauer jetzt geöffnet wird? Also Donnerstagabend war das gewesen, habe ich es im Fernsehen gesehen. Und Freitag war es im Dorf relativ ruhig. Ja. Und Samstag früh bin ich rausgegangen, habe meine Tageszeitung geholt. Habe mich noch mit 2 Nachbarn unterhalten über dieses Thema. Dann sind auf einmal Trabis gefahren gekommen. Und da kamen früh, ist ein Bagger gekommen und hat die Mauer weggemacht, einen Teil, und haben ein großes Tor reingemacht. Und da sind ja schon aus dem Westen die Leute geströmt gekommen, aus dem Osten, und man hat sich umarmt. Und das war eigentlich all Herzlichkeit, kann ich schon sagen. Also auf jeden Fall, wenn ich heute noch die Bilder sehe, kommen mir die Tränen. Wirklich? Weil das ist wirklich so. Auch selbst unsere Tochter sagt das auch. Die sagt, Mutti, das ist immer wieder ergreifend, wenn man diese Szenen sieht. Cleo hat inzwischen Freundschaft geschlossen. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Weiter Richtung Saaletal. Das Flüsschen bildet für einige Kilometer die Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Früher zwischen Ost und West. Für Andreas bleibt Zeit, sich ein wenig in Hirschberg umzuschauen und die Reise direkt auf der Grenze mit dem Boot fortzusetzen. Die Saale fließt hier sehr langsam, hat aber einige Staustufen, die es zu überwinden gilt. Für einen erfahrenen Abenteurer wie Andreas Kieling natürlich kein Problem. Für Hund Cleo schon eher. Für sie ist so ein schwankendes Boot eine ganz neue Erfahrung. Ah, sieht aber auch ganz schön gefährlich aus hier. So Cleo, jetzt schön aufpassen. Konzentration. Es darf nichts schief gehen. Ah, ist gut. So ist brav. Braver Hund. Das Wasser beruhigt sich schnell und mit dem Kanu bleibt Zeit für Entdeckungen. Eine Bachstelze grüßt die Vorbeifahrenden auf ihrem Weg. Die Saale ist die Heimat vieler Tiere. Karpfen sind erst seit 200 Jahren in Europa heimisch. Man schätzt sie als Speisefisch. Der Hecht ist der größte Räuber in unseren Binnengewässern. Mit seiner Stoßtechnik überrascht der Eisvogel seine Beute aus der Luft. Er gehört zu den schönsten Fischern der Region. Und nach dem langen Winter ist der Hunger groß. Und Andreas hat schon wieder neue Spuren gefunden. Die Kotflecken, die man dort oben in den Felsen von den Vögeln sieht. Schwer zu sagen. Manchmal nisten Kolkraben an solchen steilen Wänden. Es liegt einfach daran, diese Felswände sind für Raubtiere schwer zugänglich. Deshalb lieben sie die Vögel. Genauso könnte hier ein Wanderfalke oder ein Uhu brüten. Aber oft sind es Kolkraben oder Dohlen. Nachdem der Kolkrabe lange Zeit in Deutschland vor dem Aussterben stand, ist er heute wieder weit verbreitet. In den Auen des Saaletals sieht man ihn tatsächlich häufig. Wie viele Rabenvögel ist er ein Allesfresser und ernährt sich von dem, was er findet. Aber etwas anderes hat Cleos Aufmerksamkeit geweckt. Das sind nur Stockenten. Die Landschaft sieht für mich hier sehr naturbelassen aus. Bisher habe ich 3 Wasseramseln gesehen, 2 Eisvögel. Und da vorne ist ein Graureiher. Der Graureiher liebt die flachen Uferbereiche der Saale. Für ihn ein perfektes Jagdrevier. Mit dem starken Schnabel schnappt er sich unvorsichtige Fische. Das Schöne ist, wenn man auf einem Fluss unterwegs ist, wird man von den Tieren seltsamerweise nicht als Bedrohung oder gar Gefahr wahrgenommen, sondern im Gegenteil, man wird meistens geduldet, beobachtet. Manchmal folgen einem die Tiere sogar aus Neugierde. Das habe ich in Kanada erlebt und das habe ich auch jetzt hier schon an der Saale erlebt.
Da vorne ist was. Bisam? Da. Eigentlich sind Bisame für solche Flüsse sogar sehr nützlich, weil sie die Ufervegetation unterhüllen und das Ufer sozusagen rauer machen. Das heißt, die Fließgeschwindigkeit des Flusses wird dadurch verringert. Und das wiederum bedeutet, dass bei Hochwasser oder bei starkem Regen die Flüsse nicht so schnell ihre Wassermassen in die großen Gewässer abgeben. Wenn die Tiere einen Deich untergraben, kann das zu Problemen führen. Bisamratten buddeln gerne und suchen sich Baumaterial im Uferbereich. Eigentlich gehören sie gar nicht zu den Ratten, sondern zu den Wühlmäusen. Aber als solche sind sie ausgesprochen gute Schwimmer. Andreas Kieling kommt im ruhigen Wasser der Saale gut voran. Erstaunlich, aber bei so einer Bootstour hat man plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Umgebung. Eine Autobahnbrücke. Also aus meiner Position ist diese Autobahnbrücke wirklich ein gewaltiges Bauwerk. Dabei ist es nur eine Autobahn. Da vorne ist ein Bussard. Auf die Entfernung kann man ihn zwar nur als Silhouette erkennen, aber es ist ganz eindeutig ein Mäusebussard. Erstens mal der Ruf. Und ein Wespenbussard hat im Flugbild einen schmaleren Schwanz, einen schmaleren Stoß. Und wenn's am schönsten ist, Andreas und Cleo nähern sich dem Ende ihrer Kanufahrt. Denn so klein und idyllisch wie hier bleibt die Saale nicht mehr lange. Nur wenige Kilometer weiter stromabwärts sammelt sich der Fluss in einem gigantischen Becken. Die Bleilochtalsperre ist in Deutschland der Stausee mit dem größten Fassungsvermögen. Der See ist heute ein beliebtes Naherholungsziel, an dem sich viele Freizeitsportler treffen. In 5 Etappen werden hier über 200 Millionen Kubikmeter Wasser aufgestaut. Am unteren Ende der Staukaskaden liegt Blankenstein, der Ort, an dem eine der berühmtesten Wanderrouten Deutschlands beginnt. Der Rennsteig ist ein beliebter Höhenwanderweg und viele, die es geschafft haben, lassen zur Erinnerung ihre Wanderschuhe zurück. Für Andreas ist es nur eine Zwischenstation, bevor er sich dem idyllischen Muschwitztal zuwendet. Der kleine Seitenarm der Saale folgt weiter nach Westen, dem ehemaligen Grenzverlauf. Auch dieses Tal war früher Sperrgebiet. Am Wegesrand hier sind überall alte Stollen, Erzstollen. Ich schaue mal an den Beginn der Höhle. In diesen alten Stollen wurde meistens Roteisen und Kupfer abgebaut. Tiefer gehe ich nicht rein, weil hier überall Tagesruheplätze von Fledermäusen sind. Tatsächlich. In der Höhle ruhen sich am Tage Mausohren aus. Sie gehören zu den größten Fledermäusen Deutschlands. Und es gibt sie noch vergleichsweise häufig. Aber wie alle einheimischen Fledermausarten sind sie bedroht. Ihre Lebensräume schrumpfen. Jetzt schlafen sie, aber nachts machen sie sich auf die Jagd nach Nachtfaltern und großen Käfern. Nahrung finden sie hier reichlich. Denn in den letzten Frühlingswochen ist die Natur zu neuem Leben erwacht. Parallel zur Muschwitz folgt Andreas weiter dem Kolonnenweg. Doch der sieht hier anders aus. Im Wald hat man die Betonplatten entfernt oder sie sind zugewachsen. Die Grenze scheint längst vergessen. Nur der Bach kann noch an die Vergangenheit erinnern.
Es ist fast nicht zu glauben, dass ein so kleiner Bach mal die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten gebildet hat. Der ist gerade mal 60 Zentimeter tief und das Ganze hier war das sogenannte Niemandsland. Und interessant ist natürlich auch, dass so ein Bach als Grenze eigentlich sehr ungeeignet ist, weil er im Laufe von Jahrhunderten zumindest seinen Lauf verändern wird. Das heißt, die geografische Grenze stimmt dann nicht mehr mit der geologischen überein. Glücklicherweise hat diese letzte Grenze ein Ende gefunden. Diese alten Natursteinbrücken sind ein ideales Brutbiotop für die Wasseramsel. In diesen zerklüfteten Steinen könnte ich wetten, dass sie irgendwo ein Nest gebaut hat. Wasseramseln sind die einzigen Singvögel, die richtig tauchen können. Viele von ihnen werden jetzt bestimmt auch noch an Eisvögel denken. Aber Eisvögel stürzen sich nur ins Wasser, müssen sofort wieder hochkommen, während die Wasseramsel bis zu 15 Sekunden unter Wasser tauchen und schwimmen kann. Und zur Nahrungssuche macht sie das gerne und häufig. Das Nest ist bestimmt besetzt. Da hinten flattert eine Wasseramsel rum. Ich denke, ich verdufte wieder. Tiere nicht unnötig stören. Komm, Cleo. Nach einem ereignisreichen Tag stehen heute nur noch wenige Kilometer auf dem Plan. Zufrieden wandert Andreas Kieling in den Abend. Er will früh schlafen gehen. Denn für den nächsten Morgen hat er sich etwas vorgenommen. Es ist jetzt kurz nach fünf. Eigentlich noch ein bisschen zeitig für mich und Cleo. Aber die meisten Wildtiere sind ja überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Und wir wollen mal sehen, was sich jetzt auf den Wiesen so herumtreibt. Guter Plan. Und doch nicht einfach. Auch jetzt in der Früh ist es schwer, Rehe oder Wildschweine aufzuspüren. Aber schon bald finden Andreas und Cleo Spuren. Hier haben Wildschweine ganz frisch gewühlt. Der Jäger nennt das gebrochen. Für den Wald ist das eigentlich sehr gut. Wildschweine vertilgen viele Forstinsekten und sorgen gleichzeitig durch das Aufwühlen des Waldbodens für eine sehr gute Durchlüftung. Spuren ja, aber Tiere? Fehlanzeige. Für den Wanderer ist es schwer, wenn er eine Gegend noch nicht kennt. Aber dann hat Andreas doch noch Glück. Da hinten stehen zwei Rehe. Direkt am Waldrand. Eine ganze Gruppe durchstreift den Wald. Cleo ist aufgeregt. Nur jetzt im Frühjahr, während der Brunft und des Fellwechsels, sind die Tiere im Familienverbänden unterwegs. Die Paarungszeit steht bevor und nach ein paar Augenblicken, in denen man sich gegenseitig beobachtet, ziehen die scheuen Tiere weiter. Die Grenze führt Andreas Kieling Richtung Nordwesten. Ein wenig abseits gelegen wird das Städtchen Lehesten von weitem durch den sogenannten Altvaterturm angekündigt. Der Bau thront majestätisch auf dem thüringischen Wetzstein, mitten im Schiefergebirge. Lehesten hat eine der ältesten und größten Schiefergruben der Region. Der dunkle Schiefer prägt hier das Bild der Landschaft. Und seit einigen Jahren stehen die Maschinen still. Die Grube ist heute mit Wasser gefüllt. Die Natur kehrt zurück. Neue Bewohner haben sich auch schon zahlreich eingefunden. Ich bin jetzt in Lehesten angekommen, dem ehemaligen Zentrum des thüringischen Schieferabbaus. Und obwohl das Klima hier ziemlich rau ist, existieren in so einem Steinbruch Tier- und Pflanzenarten, die es sonst in der ganzen Region nicht gibt, weil es hier deutlich wärmer ist. Zum Beispiel Reptilien wie Schlingnattern und Mauereidechsen. In den Felswänden brüten Uhus und Turmfalken. Und die will ich jetzt mal entdecken. Die unterschiedliche Färbung, die der Schiefer hier hat,
kommt meistens von anderen Mineralien. Wenn er rot gefärbt ist, ist meistens Eisenoxid drin. Wenn er grünlich gefärbt ist, ist meistens Kupferoxid. Und der wertvollste Schiefer ist der ganz dunkel blaue, fast schwarze Schiefer. Der enthält viel Kohlenstoff. Und dieser Schiefer, der hier gebrochen wurde, hat allerhöchste Qualität, hat zum Teil über 300 Jahre auf den Gebäuden gehalten. Ganze Generationen konnten vom schwarzen Gold der Region leben. In Thüringen und in Bayern. Arbeiter aus dem Westen hatten nach dem letzten Krieg zunächst eine Sondergenehmigung. Aber schließlich mussten sie sich Anfang der 50er Jahre entscheiden, ob sie im Osten oder im Westen leben wollten. Heute zeugen die Dächer von Lehesten vom einstigen Reichtum. Noch immer sind fast alle Häuser des Städtchens mit dem schwarzen Schiefer gedeckt, der allem einen besonderen Charme verleiht, witterungsresistent ist und andere Vorteile bringt. Schiefer ist ein enorm guter Speicher von Sonnenwärme. Die Anwohner hier haben mir erzählt, dass man hier bis im November in den Seen dieser Schiefersteinbrüche baden gehen kann. Das ist ein optimaler Lebensraum für Mauereidechsen und Schlingnattern. Hier zum Beispiel ist ein Erdwespennest drunter. Das ist die erste Generation eines einzelnen Weibchens. Aber dadurch, dass es hier sehr warm ist, dürfte die Brut besonders schnell schlüpfen. Vorsichtig tastet sich Andreas voran. Gar nicht so einfach auf dem losen Untergrund. Aber immer wieder macht er neue Entdeckungen. Für viele Tiere ist der Steinbruch ein begehrtes Zuhause. Ah, der Turmfalke wird von einem anderen Vogel angegriffen. Sieht aus wie eine Schwarzdrossel. Wahrscheinlich brütet die da im Baum. Und das gefällt der Drossel überhaupt nicht, dass der Falke da sitzt. Da hinten in der Mauer brüten die Falken. Wenn Turmfalken die Wahl haben zwischen einer nackten Felswand und einer alten Ruine oder einem alten Gebäude, ziehen sie immer das Gebäude vor. Daher stammt auch ihr Name. Binnen kürzester Zeit haben die Tiere von dem alten Steinbruch Besitz ergriffen. Ein Beweis, wie schnell sich die Natur erholen kann. Die Bauwerke sind als Wohnräume wie geschaffen. Wo noch vor wenigen Jahren der Mensch die Kontrolle hatte, herrscht heute Wildnis. Die Bäume im See stammen noch aus der Zeit, als die Grube noch trocken war. Da habe ich doch noch Glück. Hier sonnt sich eine Schlingnatter. Psst, bleib, bleib. Ja, es ist tatsächlich eine Schlingnatter. Schlingnattern sind sehr aggressiv, aber sind keine Giftschlangen. Aber beißen sehr gerne zu und haben super scharfe Zähne. Die Schlingnatter ist der Kreuzotter zum Verwechseln ähnlich. Die hat auch so ein Zackenmusterband auf dem Rücken. Aber ihre Hauptbeute sind kleine Eidechsen und Amphibien. Schlingnattern sind in Deutschland sehr selten geworden, stehen unter strengem Schutz. Früher sind sie aus Aberglauben oder auch vor Angst oft erschlagen und von Menschen getötet worden. Ich setze sie wieder zurück, gebe ihr ihren Frieden. Von einem Steinbruch bin ich immer wieder fasziniert und von diesem hier ganz besonders. Schon als Junge habe ich an diesen Plätzen gespielt und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Ich könnte mich tagelang hier aufhalten und mir würde einfach nicht langweilig werden. Höchste Zeit, sich zu verabschieden. Weiter geht die Reise entlang des Grenzstreifens. Hier im Thüringer Wald ist die ehemalige Grenze oft nur noch aus der Luft zu erkennen. Längst sind Bäume auf dem ehemals gerodeten Gebiet gewachsen. Durch ihre hellgrüne Färbung heben sich die jüngeren Pflanzen noch von ihrer Umgebung ab und zeichnen die Grenze nach. Unten hat Andreas Kieling oft Schwierigkeiten, den Kolonnenweg zu finden. Und dann gibt es natürlich immer wieder einen Grund, anzuhalten. Hier unten in der Dickung ist definitiv Wild drin. Cleo hat es schon in der Nase. Die Frage ist nur, was es ist.
Schwarzwild oder Muffelwild. Da tippe ich drauf. Wir hatten vorhin auch schon frische Fährten gefunden. Jetzt habe ich doch noch mein Muffelwild gefunden. Diese Wildart ist wirklich sehr scheu. Ursprünglich kommen sie von Korsika und Sardinien und sind vor etwa 100 Jahren in Deutschland ausgesetzt worden. In einigen Gebieten haben sie sich stark vermehrt. Erstaunlich, wie viele Tiere Andreas auf seinem Weg bereits entdecken konnte. Langsam steigen die Temperaturen auf den Wiesen Thüringens. Da fällt auch das Wandern leichter. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist aber ein schöner Hund. Das ist doch ein Hannoveraner Schweißhund. Ja, das ist Cleo. Und wir sind auf Wanderschaft. Wir wandern das grüne Band ab. Wir haben heute Morgen schon Muffel gesehen, aber nur ganz kurz flüchtig über den Weg. Und die hatten Lämmer dabei und jede Menge Sauen. Und überall ist ja auch hier stark gebrochen. Ne? Hier gibt es wahrscheinlich viel Schaden. Das ist richtig, ja. Schwarzwild haben wir hier. Ja. Jede Menge? Jede Menge. Ja. Und einen kann ich auch vorführen. Na, das klingt ja vielversprechend. So, Cleo, mach schön Sitz. So. Bleiben Sie bitte hier stehen. Ich weiß nicht, wie der reagiert. Also bei fremden Leuten ist das immer ein bisschen kritisch. Komm her. Donnerwetter, der ist ja riesig. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist Einstein. Einstein, komm. Na komm. Und Angst hat er auch. Lieber nicht. Nein, es ist okay. Ich bin selber mal von einem Keiler schwer verletzt worden und bin im Wald fast verblutet. Also der hat mir hier diese Narbe geschlagen, beide Arme aufgetrennt. Und seitdem, wobei das war in der Paarungszeit. Und der Keiler verstand keinen Spaß. Ja. Darf ich ihm mal was zu fressen geben? Gerne. Ja, Walnüsse ist da am liebsten. Hey, sei lieb. Ja, das geht ganz schnell. Da ist der kleine Finger oder der dicke Daumen gleich mit weg. Ja, ich glaube, der hat mehr Angst. Ah, klar. Ja. Oh. So wie der eine Walnuss knackt, so könnte er eigentlich auch meinen Finger knacken. Ich weiß nicht, jetzt nicht die Hand ab. Nein. Als Sie ihn gefunden haben, wie groß war er da? Da hat er die Größe eines Meerschweinchens gehabt. Gut, da haben Sie ihn gut gefüttert in den ganzen Jahren. Ja, kommen Sie noch rein auf den Kaffee. Also ich würde gerne noch einen ganzen Tag mich mit Ihnen hier über Wildschweine unterhalten, aber ich muss leider weiter. Also ich komme gerne irgendwann mal wieder vorbei. Also das imponiert mir wirklich. Also Cleo wird jetzt begeistert sein von meiner Hand. Die riecht jetzt... Nach Wildschwein. Die riecht richtig gut. So ein bisschen nach Maggi. Die Grenze verläuft nun weiter Richtung Westen und schließlich nach Süden ins Coburger Land. Neben den vielen Naturschönheiten sind auch immer wieder interessante Burgen und Schlösser in der Nähe. Burg Lauenstein bei Ludwigstadt blickt auf eine 800-jährige Geschichte zurück. Auch Sonneberg im Süden Thüringens ist berühmt. Die Stadt exportierte Spielwaren in alle Welt und zeigt sich Andreas von ihrer schönsten Seite. Der Löwenzahn beginnt zu blühen. Die Wiesen tragen jetzt ein gelbes Kleid. Andreas hat weiterhin Glück mit dem Wetter. Er kommt jetzt ins Coburger Land. Hier thront die feste Coburg über der Stadt und ist weithin sichtbar. Es ist eine der größten und ältesten Burganlagen Deutschlands. Aber zunächst einmal muss Andreas Kieling seinen Weg entlang der Grenze finden. Und das ist in diesem Gebiet nicht immer ganz einfach. Schönen guten Tag. Ich bin auf einer längeren Wanderschaft und ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen... Der Mann ist nicht irgendwer.
Kai Frobel vom BUND ist einer der Initiatoren des Grünen Bandes. Grüß Gott in Bayern, würde man sagen. Also ich bin jetzt im in Bayern. Im Moment sind wir in Bayern. Und hier gegenüber ist dann das Bundesland Thüringen. Gut. Es ist aber, wenn man nicht wie ich hier aufgewachsen ist, in der Ecke verdammt schwer, das zu finden, weil die Grenze macht hier einen Zickzack. Ja. Geht hier mal 500 Meter Richtung Bayern, springt dann wieder zurück Richtung Thüringen. Ich bin zum Teil erstaunt, wie gering eigentlich nur die Breite ist dieses Bandes. Dieses grüne Band ist tatsächlich im Schnitt bundesweit etwa 100 Meter breit. Mhm. Aber die Länge macht's. Ja. 1400 Kilometer Biotopverbund, wie man heute so schön sagt, am Stück. Das ist was Tolles. Und letztendlich ist aus diesem Todesstreifen im Laufe der Jahrzehnte so eine richtige Lebenslinie geworden. Mhm. Die Natur hat hier, was sagen wir, 4 Jahrzehnte Atempause gehabt, ne? Ja. Und hat diese Chance fantastisch genutzt. Und wenn man ein bisschen biologisch interessiert ist, Lust und Freude an der Natur hat, wie offensichtlich vielleicht wir beide, dann stolpert man irgendwann über diesen unglaublichen Artenreichtum, ausgerechnet im Schatten dieser schlimmen Grenze. Kai Frobel ist einer derjenigen, die die Besonderheit dieser Region schon zu einer Zeit erkannten, als der Eiserne Vorhang noch Realität war. Bereits damals wuchs die Natur langsam heran und eroberte sich im Schatten der Mauer nach und nach ein Gebiet, das man heute zu den schönsten Deutschlands zählen kann. Noch immer kehrt er gerne hierher zurück, um seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, Vogelbeobachtung. Und immer wieder gibt es Neues zu entdecken. Ein Kranich. Das ist der erste Kranich, der je so spät im Mai Sie noch sollten, beobachtet wurde. Sie sollten mich öfter mitnehmen. Wir sollten öfters oder zusammen was mitnehmen. Ja. Aber ich denke, ich mache mich wirklich auf. Das sieht hier schwer nach einem Gewitter aus. Und ich versuche das zu umgehen. Ja. Also Ihnen wünsche ich noch alles Gute. Spannende Stunden am Grünen Danke. Band. War sehr nett, mit Ihnen geplaudert zu haben. Wirklich. Und weiter geht es auf Andreas' Reise. Als nächstes entdeckt er die Naturschönheiten der Rhön. Mit dem Segelflugzeug unterwegs findet er heraus, wie gefährlich eine Notlandung im Osten sein konnte. Er beobachtet Birkhühner bei der Balz und besteigt Deutschlands höchsten Salzberg.